Und dann schleife ich mal eben ganz kurz hier mit meiner Trennscheibe rein und dann habe ich meinen Kontakt. So kann man das sehr schnell, sehr schön anpassen, das Material. Jetzt ist der nächste Kontakt immer noch ein bisschen fest zum lateralen Schneidezahn. Da mache ich jetzt das Gleiche. Ich gehe einfach mal kurz hier mit der Trennscheibe rein und funktioniert die Sache. Sieht toll aus auf dem Modell. Sind die Teile jetzt aufgepasst? Gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann also hier zum Beispiel, wenn ich noch ein bisschen formlich charakterisieren möchte, jeder Zahn muss ja lichtoptisch isoliert werden von seinem Nachbarn, damit er als Individuum dasteht. Klaus, ich grüße dich. Ich kann also jetzt hingehen und mit einem relativ feinen Gummi sofort die Oberfläche bearbeiten. Man kann mir das hier gezielt anschleifen und man sieht schon, wie das glänzt. Ich bin nur einmal kurz rübergegangen. Da sind nicht irgendwelche Kristalle, die aus der Matrix herausragen, sondern das Material ist so fein, dass ich durch eine Sekundenpolitur hier einen Wahnsinnseffekt erziele. Ich kann also die Oberfläche innerhalb allerkürzester Zeit bearbeiten. Ist das nicht geil? Man sieht es schon auf dem Bildschirm. Ja, ich bin hier mit einem rosa Gummi, das ist ganz fein. Das ist jetzt also nicht der grobe Vorpolierer, drüber gegangen und habe sofort diesen Effekt. Jetzt, und mit ein bisschen Polierpaste, Zirkopol oder was auch immer, drüber gehen und habe hier wow, sofort eine glänzende Oberfläche. Ist das der Hammer? Wenn ich die approximal Okklusalkontakte und den Rand angearbeitet habe, dann kann ich innerhalb von Sekunden hier so einen Wahnsinnsglanz erzeugen. Dann kamen diese zwei Veneers raus. Die habe ich einfach nur aufgepasst auf meinem Modell. Approximalkontakte, Ränder. Und habe mir die dann mal eingesetzt. Die sind nur poliert. Ich habe keinen Glanzbrand gemacht. Die Politur, ihr habt eben gesehen, wie das geht. Ja, blitzschnell. Innerhalb von Sekunden. Und jetzt setze ich mir mal die Veneers ein und dann gucken wir mal, wie das so aussieht. Ich kann ja noch nicht so gut cracken, aber ihr könnt alle nach näher kommen und gucken. Monolithisch. Nur poliert. Die Maschine hat es gemacht. Ja. Das ist der Hit, oder? Du glaubst es kaum, oder? Beide, Schatzi. Ja, toll. Super, ne? Also es ist nicht geschichtet, ja? Man könnte jetzt noch ein bisschen mit Korrekturmasse ein paar Kontraste hinzugeben und dann siehst du gar nichts mehr. Aber es ist schon wirklich der Wahnsinn. Ne? So easy. Das heißt also für euch alle, ihr habt demnächst immer nur noch einen halben Tag Arbeit, den Rest der Zeit Tee trinken. So, vielen Dank.